Ich hatte es zwar in dem letzten Video und auf der letzten Folie schon angeschnitten, aufschreiben. Warum aufschreiben? Natürlich, dass man kontrollieren kann, dass man was hat, wo man immer wieder reinschauen kann und Möglichkeiten nutzen hat, ja? Es ist ganz wichtig, weil wenn man was aufschreibt, bleibt es im Kopf hängen. Es bleibt einfach besser im Kopf hängen, bei den meisten Menschen zumindest. Ihr könnt kontrollieren. Ich habe es hier nochmal jetzt extra in eine extra Folie genommen, weil es einfach wichtig ist. Wenn ihr es einfach nur durch den Kopf, es bringt nichts. Ihr vergesst irgendwelche Kleinigkeiten. Ihr könnt euch nicht jedes kleine Ziel merken. Es geht einfach nicht. Ja? Deswegen nenne ich es hier einfach nochmal. Schreibt es auf. Macht euch einen Plan. Setzt euch hin und macht die Arbeit. Sonst erreicht ihr euer Ziel einfach nicht. Ja? Ich kann es nur nochmal extra sagen. Viele sagen, ja, okay, ich mach's und dann machen sie es aber trotzdem nicht. Nehmt euch einen Zettel und einen Stift, macht euch Notizen und fangt damit an und baut es aus. Ja? Macht es einfach. Ich war auch früher so. Ich habe gesagt, okay, ich schau mal das an, bla. Und dann habe ich mir doch nichts aufgeschrieben. Und dann war wieder, hat wieder die Hälfte gefehlt. Ja? Dann habe ich mein Ziel aus den Augen verloren. Oder ich wusste, habe vergessen, dass ich in kleine Punkte aufteilen muss. Oder. Versteht ihr? Schreibt es euch auf. Es ist ganz wichtig. Das ist ein essentieller Punkt, um erfolgreich zu werden. Um erfolgreich ein Problem zu lösen. Um erfolgreich zu sein. Um erfolgreich an sein Ziel zu kommen. Ja? Nochmal, ich wollte es einfach nur nochmal sagen, weil ich immer wieder feststelle, dass viele sagen, okay, aber machen es dann doch nicht. Deswegen schreibt es auf. Auf zur nächsten Folie.